Hallo, liebe Freunde von CrypTV. Es gibt hier jetzt eine kleine Sondersendung zwecks der Demonstration, die morgen am 16.01.2021 in Wien stattfinden wird. Wir hatten ja geplant, dass wir am Heldenplatz uns treffen werden. Doch leider hat uns jetzt die BH und die Polizei ein paar Fesseln angelegt. Also hier schaut einfach mal dort zu diesem Post hier rein, den ich euch jetzt hier reinsende. Und das ist aber im Grunde alles kein Problem. Wir können uns ja an Plan B auch noch vornehmen. Und der wurde jetzt besprochen und den teile ich euch jetzt mit. Wir werden stattdessen uns am Heldenplatz um 11 Uhr beim Maria-Theresien-Platz treffen. Dort haben wir eine Bühne aufgestellt. Da wird die Konstantina Rösch sprechen, der Anwalt der Roman Schissler, ein paar hochkarätige andere Sprecher noch aus Deutschland und Österreich werden auch noch auftreten. Dann so gegen 14 Uhr hin werden wir dann einen Spaziergang auf der Ringstraße machen. Was sich dann auch sonst noch alles ergibt, liegt dann ganz bei euch, je nachdem, wie viele wir sein werden. Und wie stark wir natürlich auch dafür einstehen werden, wie lange wir uns dann aufhalten werden. Gibt es noch irgendetwas sonst noch zu erwähnen, was wichtig wäre? Na, im Grunde einfach, schaut, dass gut ausgeruht seid, dass frisch und munter morgen seid, geht ein bisschen früher schlafen. Na, ich wünsche euch eine gute Fahrt allesamt nach Wien. Hoffentlich sind wir genügend Leute morgen. Ich rechne so zwischen 50 und 100.000. Wäre schön, wenn wir sowas knacken wie in Berlin mit 1 Million. Naja, träumen darf man ja noch. Und so freue ich mich dann, wenn wir uns alle morgen in Wien sehen, am 16.01.2021. Aber vergesst's nicht, es geht auch am Sonntag, den 17. und am Montag, den 18. natürlich auch weiter. Ihr seht, wir lassen uns nicht unterkriegen. Man kann Beschlüsse machen, wie man will. Es gibt immer andere Lösungen, um dasselbe Ziel zu erreichen, gell? Okay. Habe ich wirklich alles gesagt? Lasst mich noch mal nachdenken, dass es wirklich wichtig ist. Ich weiß, diese Meldung geht jetzt sehr, sehr spät und kurzfristig raus, denn wir haben sie jetzt schon knapp vor, wie spät ist. Ja, es ist schon 10:30 Uhr abends. Die meisten werden ja schon zwischen 8 oder 7 Uhr früh morgen wegfahren. Ich hoffe, die Nachricht erreicht noch allen rechtzeitig. Bitte teilt diese Information fleißig in Telegram, auf Facebook, weiter. Ladet das Video bitte auch auf euren YouTube-Kanälen hoch, damit es so viele Menschen wie möglich erreichen kann. Denn es wäre nicht gut jetzt, wenn jetzt, wie auf den Flyern, die wir verteilt haben und in diesen anderen schriftlichen Textnachrichten auf den anderen sozialen Plattformen, dann die Menschen dann doch zum Heldenplatz gehen und vielleicht noch an Repressalien erleiden müssen. Aber wie gesagt, wir können echt nichts dafür. Ihr seht es ja da, ich blende es nochmal ein. Die Polizei hat leider uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich meine, die Polizei, sie müssen halt diese Verordnungen wahrnehmen, wie es anscheinend ausschaut, die andere Leute in die Welt gesetzt haben. Ja? Okay, somit gehabt euch wohl allesamt. Bis morgen dann. In den nächsten 3 Tagen der Großdemonstrationen in Wien. Tschüss!